Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum zweiten Video, dann mit dem Unboxing, dritten Video zum neuen BenQ Monitor. Ich muss ablesen, ich vergesse das immer wieder, den Namen. 32 EW32 EW3280U, glaube ich, war es. Name habt ihr ja in der Videobeschreibung gelesen. Ich habe mir jetzt schon mal meinen PC-Tisch, weil ich brauche den Platz. Ich kann so schlecht aufnehmen. Deswegen, der steht jetzt schräg, weil ich kann beide nicht nebeneinander stellen. Also, da müssten es weiter vor. So, aber ich denke mal, das seht ihr trotzdem. Ich werde das mal so machen. So, dann habt ihr einen besseren Eindruck. So, das ist der neue, das ist der alte. So, und ich weiß nicht, hier vielleicht seht ihr das ja so auch schon ein bisschen. So, ich guck mal, kann ich mal rauszoomen? Nee, reinzoomen, rauszoomen. Der ist ein bisschen heller, der ist ein bisschen dunkler. Beide Standardwerte, bei beiden habe ich Low Blue Light jetzt Quatsch. Den Lichtsensor ausgeschalten, dass die wirklich identisch sind. So, jetzt müssen wir hier erstmal umschalten. Beim alten ist es halt noch hier unten. Ja? Und dann habe ich mich da immer verdrückt. Und hier seht ihr, hier sind alle Quellen angezeigt. Was haben wir denn jetzt? HDMI 2 habe ich, glaube ich, jetzt. Oh, bitte hoffentlich, lass es sein. Wäre ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt falsch auswähle. Ja, das ist richtig. So. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, natürlich schneller umzuschalten. Hier brauchen wir einfach nur die Fernbedienung nehmen. Einmal auf HDMI, okay, fertig. Das ist schon mal die erste Verbesserung. So, jetzt steht da unten natürlich HDMI 1, hier HDMI 2. Wir sind jetzt im Menü von der PlayStation. Und rein optisch, ich weiß nicht, über Kamera aufnehmen, ist es wirklich beschissen zu sehen, denke ich mal. Aber ich hoffe, ihr könnt teilweise trotzdem ein bisschen was erkennen. Zum Beispiel bei dem Uncharted-Bild, dass es jetzt hier halt dunkel ist. Hier sieht man ein bisschen mehr Feinheiten. So. Und ist noch nicht mal HDR an. So, wir suchen uns jetzt einfach mal ein HDR-fähiges Spiel. Wir nehmen da mal... Genau, Dead Stranding können wir ja mal starten, aber das hat eine lange Ladezeit. So. Jetzt kommt dieses Bild, da braucht ihr euch nicht wundern, es kommt nur einmal. Das ist, weil ich die HDR-Quellen, die Empfangsquellen umgestellt habe. Normalerweise ist der HDMI, der jetzt hier an dem dran ist, nicht an dem dran, sondern an der Capture-Karte. Oder umgedreht war. Nee, doch, der. Der ist eigentlich eine Capture-Karte. Deswegen hat sich das Bild geändert und deswegen müssen wir HDR hier nochmal anpassen. Ist aber im Prinzip eigentlich ganz gut, dass wir hier die Unterschiede mal sehen. So, kommt nicht rüber. So, wie gesagt, beide haben das exakt gleiche Bild. Hier sehe ich schon, hier ist es weiß, wirklich weiß. Hier ist es ein bisschen anders und hier sehe ich auch schon grau die Tasten. Hier nicht. Wenn ich jetzt hier mehr ins Schwarze gehe, so, dann ist es hier dunkler. Hier ist es leicht grau. Ich mach mal so, das ist jetzt die höchste Stufe, dass er das erkennt, dass es wirklich bei einem mehr, beim anderen weniger ist. Das sollen wir so machen, dass das Logo fast unsichtbar ist. Das ist jetzt beim Hauptmonitor, auf dem wir spielen werden, fast unsichtbar. Hier ist es natürlich schon klar. Wir müssen hier wesentlich weiter zurück. Für fast unsichtbar ist es so. Da haben wir hier noch gar kein Logo. So, jetzt haben wir es. Weiter. Jetzt sind wir beim anderen. Stell das wieder so ein, dass das Logo fast unsichtbar ist. Hier ist es schon leicht zu sehen. Bei dem, das sieht jetzt bei euch ein bisschen doof aus beim Abfilmen. Das habe ich jetzt so direkt gar nicht vor mir. Hier, ihr seht, dass es jetzt hier so hell ist, ist in Wirklichkeit gar nicht so. So, wir müssen jetzt hier gucken. So, fast unsichtbar. So, weiter.
fast unsichtbar. Hier ist es fast gleich. Hier müssen wir noch ein bisschen mehr machen. So. Jetzt startet das Spiel ganz normal. Oder manchmal auch nicht. Manchmal ist es aus. Jetzt hier Low Blue Light. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Low Blue Light Multimedia ist hier auch an. Hier habe ich aber keinen Hinweis bekommen. Und jetzt starten wir das Spiel. Wir haben HDR jetzt angeschalten und selbst beim Anschalten sehen wir schon, hier ist es heller. Hier ist die Gesichtsfarbe etwas, nicht nur etwas, wesentlich besser. Hier kommt es so ein bisschen rüber, als wenn mit dem Licht von oben. Hier sieht man es nicht so extrem oder hat man es nicht so extrem gesehen. So, jetzt habt ihr hier bei beiden Monitoren HDR ein. Das Rot kommt da ein bisschen kräftiger. Okay, so, wir machen einfach mal fortfahren. Ihr seht auch, dass die Ladezeit wirklich exakt gleich ist und die gleichen Fenster hier auftauchen. Ja, also ist hier nichts gespielt oder so, dass ich erst hier anmache und da ist wirklich exakt genau das Gleiche. Hier ist es ein bisschen heller. Sieht ein bisschen, hier ist es etwas dunkler. Wir müssen mal gucken, wir können ja... So, den HDR-Modus. Wir haben jetzt Display HDR. Wir können Spiel. Können Sie uns hier noch ein bisschen anpassen? Kino, Spiel. Oh, Kino sieht geil aus. Ich lasse erstmal HDRi Kino. Die Einstellung von vorhin hat er so übernommen. So, wir haben auch hier, kommen jetzt nicht mehr in den Low Blue Light Modus rein. BI ist logischerweise auch aus. Wir können jetzt halt BI auch mal einschalten. Das macht er jetzt nicht. Warum auch immer. Aber bestimmt, weil er nicht das passende Signal kriegt. Der Ton, wenn ihr jetzt Ton hört, kommt definitiv nur von diesem. Ich habe hier den Ton angelassen. Ich werde den in Zukunft auch anlassen und meine Boxen erstmal ausschalten, weil ich möchte halt auch den Ton testen. So. Jetzt... Kann man denn schon, ich denke mal, ihr könnt schon einiges erkennen. Hier ist halt jetzt noch ein bisschen von der Sonne, aber ich denke mal, ihr könnt einiges erkennen. Ich werde mal so, vielleicht ist es so ein bisschen besser zu sehen. Hier ist es wirklich dunkel. Ich kann alles gut erkennen. Auch hier unten. Hier ist es unten etwas heller. So. Wenn wir jetzt hier hoch gucken, hier haben wir halt, sehen wir den ganzen Pfeiler mit ein paar Rissen. Hier sehen wir den Pfeiler wirklich im Dunkeln und hier beleuchtet. Jetzt gehen wir mal raus ins Helle. Sind wir im Hellen. So. Das ist jetzt hier heller als hier. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir vielleicht den HDR-Modus nochmal einstellen. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, Display HDR. Jetzt ist es gleich.
Ich muss sagen, ich finde den. So ist es gleich. Also Display HDR sieht jetzt exakt aus wie hier, bloß dass hier halt das Blaue ein bisschen mehr zur Geltung kommt vom Auto. Ich muss sagen, aber ich finde diesen. Ich finde den Kinomodus geiler irgendwie. So, wir machen mal auf Spiel. So, das ist jetzt Spiel. Das ist jetzt Display HDR und jetzt haben wir Kino HDRi. Jetzt gucken wir uns mal die Berge und den Schnee an. Sieht auf beiden sehr geil aus, aber die Tiefe, wenn ich jetzt rein in die Tiefe gucke, hier sehe ich den grauen Berg mit ein paar dunklen Stellen. Hier sehe ich viel mehr Umrisse und irgendwie dunkle Sachen. Ich werde mal gucken, dass ich euch das irgendwie ranzoome. Wir nehmen erstmal den alten Bildschirm, also das Vorgängermodell. So. Ich zoome mal. So, dann seht ihr das. Wir nehmen jetzt einfach mal den Berg hier, wo der Turm steht. Ja? Also hier steht der Turm. Hier ist ein bisschen weiß, ein bisschen hell. Und jetzt gucken wir uns die gleiche Sache auf dem anderen an. Mal gucken, da oben ist er. So. Muss ich noch ein bisschen, so. Dass er komplett drauf ist. Jetzt haben wir hier bei dem, hier den Turm. Hier weiß. Und seht ihr, wenn man so in die Tiefe reinguckt, dass es bei dem, auch hier mit dem Dunklen hier und so, da, dass es geiler aussieht. So, ich mache nochmal zurück, damit ihr das nochmal seht. So. Das ist halt jetzt der alte Bildschirm. Ach, jetzt setzt er sich hin. Hört. So. Ich denke mal, so kann man das vielleicht auch ein bisschen besser sehen. Also, sie sehen beide geil aus, will ich gar nicht abstreiten. Der ist jetzt hier etwas dunkler. Hier ist es was heller, aber das kann auch mit meinen HDR-Einstellungen zusammenhängen. So, und wenn wir jetzt rausgehen und sagen, wir möchten das Spiel schließen, Anwendung schließen, ja. Jetzt geht die PlayStation wieder in den Nicht-HDR-Modus. Zack, zack, beide da, Low Blue Light, Modus Low Blue Light. So. Und wenn wir jetzt hier auf Einstellen gehen. Ich muss mal gucken, wo das wieder war. Hier, ah, hier, Soundbildschirm. Videoausgabe, HDR automatisch. Nee, wo waren HDR? Hier, HDR anpassen. So, wir möchten HDR jetzt nochmal anpassen. Die Reaktionszeit ist bei dem auch etwas schneller als bei dem alten. Wie ihr seht, HDR ist jetzt bei beiden an. Ich gucke jetzt mal noch. Hier, ich bin auf HDR Kino. So, das normale HDR Display, das sind wir jetzt hier fast gleich. Wenn ich aber hier HDR Spiele mache, seht ihr schon, dass es da ein bisschen anders ist. Und HDR Kino, ja, nicht. Werden wir nochmal machen. So, dass das Logo fast unsichtbar ist. Ja, das ist das. Und wenn wir die HDR-Quelle jetzt mal wechseln, da können wir hier noch viel weniger nehmen. Bei HDR-Spiele. Ich werde aber HDR-Kino machen. Ich habe mit dem HDR-Kino-Modus sehr gute Erfahrungen gemacht. Auf dem alten Monitor. Achso, könnte man ja auch mal umschalten.
Und hier. So, ich bin jetzt hier auf HDR und das ist HDR Kino. Ja, da wird dann das Graue halt ein bisschen blau. Also auf HDR normal ist es grau. Deswegen habe ich dann in letzter Zeit immer HDR genommen, weil sonst wird das hier nicht grau, sondern so hat so einen Blaustich. Müssen wir uns mal gucken. Hier ist es jetzt grau. Hier sieht es grau, aber anders grau als hier aus. Hier ist es so ein dunkleres Grau. Hier ist es also so, ja, also hier ist es ein Grau und hier ist es ja, ein Schwarzgrau, würde ich jetzt sagen. Wenn wir jetzt hier HDR umschalten. So, jetzt sind sie beide gleich. Also jetzt ist hier grau, genau wie hier. Und wenn wir jetzt hier das wegnehmen, dann sollte es eigentlich zur gleichen Zeit weg sein. Nee. Hier ist es jetzt so. So, wir machen mal die oberste Stufe. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser erkennen. So. Das ist HDRi Kino. Das ist HDRi Spiele. Und das ist Display HDR. Ich werde mal Spiele doch lassen. Ich werde mir das mal auf Spiele einstellen. So. So, fast unsichtbar ist, so würde ich sagen. So, auch hier fast unsichtbar. Also hier sehe ich es ganz minimal noch. Ah ne, falsche Richtung. So, fast unsichtbar. Da, er ist schon wieder da, er braucht noch. Und selbst hier sieht man das jetzt im normalen Menü, dass hier so ein bisschen das Blau ein bisschen heller ist und hier halt etwas dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der Aufnahme auch sehen könnt. Ich habe jetzt hier so einen helleren Schein. Hier ist alles so dieses dunklere Blau, wobei ich hier nur dieses dunklere Blau habe und hier halt so ein bisschen helleren Schein. Es kann auch damit zu tun haben, dass ich den jetzt intensiv genutzt habe, dass es dadurch ein bisschen heller ist oder so. So, jetzt starten wir die gleiche Stelle nochmal. So, wir gucken uns das auch an. Der müsste jetzt HDR automatisch anschalten. HDR ist noch aus. Ich habe noch kein HDR-Signal gekriegt. So, Sony Interactive. Jetzt schaltet der HDR ein auf beiden. Die Reaktionszeit von ihm ist wesentlich schneller. Es bleibt Spiele gespeichert. Es bleibt der HDR-Modus gespeichert, den ich zuletzt benutzt habe. Das ist bei dem auch so. Hier, wenn ich jetzt hier den Kinomodus drin habe, bleibt der Kinomodus gespeichert, bis ich ihn wieder umschalte. So. Jetzt im ersten Augenblick sieht das Bild natürlicher aus als dieses. Och Gott, du müsstest mal bitte runter. Hier sieht es ein bisschen gelblicher aus. Wir machen mal fortfahren. Jetzt sieht es hier was heller aus. Hier sehe ich die Poren. Hier sehe ich auch die Poren, aber nicht ganz so hell. Das hat natürlich auch was mit den Einstellungen zu tun. Ihr habt ja eben gesehen, wie ich es eingestellt habe, dass es dann hier schneller zu sehen ist. Hier ist was anderes schneller zu sehen. Also von den X3 Kreistasten. Dadurch ergeben sich schon leichte Unterschiede. Von den Schwarzwerten bin ich sehr begeistert, muss ich mal so sagen. Die Schwarzwerte beim neuen Monitor sind extrem geil. So, wir sind draußen, so wie wir vorhin auch draußen waren. Ja, es ist hier wirklich heller. Es ist hier was dunkler. So, es wird jetzt aber heller, weil ich jetzt hier kurzzeitig angeschalten habe. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das so sein muss. Müssen wir mal gucken.
BI kann ich hier nicht einschalten oder ausschalten. Also es wird heller und dann wieder dunkler. HDR ein. Ich glaube, hier ist so der BI-Modus an. Ach Mensch. Ich kann den aber jetzt hier separat nicht ein- oder ausschalten, warum auch immer. So, wir werden das mal mit Display HDR versuchen. Also man merkt so ja beim Ton einen Unterschied. Ah, das ist wesentlich heller. Ja, wir müssen mal gucken, wenn die PS5 denn da ist, dann kann man ja einige Sachen nutzen, die vorher nicht nutzbar waren. So, nicht wundern, jetzt steht hier Motorrad, weil ich habe neu gestartet, hier wird irgendeiner mit Motorrad drin gefahren sein. So, wir gehen mal jetzt hier vorne hin und gucken uns mal die Lampe an, oder was das sein soll. Die sieht da bläulicher aus, das Licht sieht auch ein schöner aus auf dem neuen. Jetzt gucken wir uns mal hier eine Lampe an, das war der Pfeiler, den wir uns vorhin angeguckt haben. Ja, hier ist alles hell. Hier ist es wirklich dunkel und nur der Lichtkegel ist hell. Ich weiß nicht, das sieht man bestimmt in der Aufnahme nicht so gut. Also wie gesagt, das ist, ich mach mal locker. So. Das ist der alte Monitor. So. Und beim neuen seht ihr, ich weiß nicht, ich glaube, ihr seht das im aufgenommenen, seht ihr es nicht so gut, wie es in Wirklichkeit ist. So. Wartet mal, ist das meine Frau? Ja, meine Frau, Moment. So, da bin ich auch wieder. Das, was mir gerade noch so aufgefallen ist, der Weißwert ist hier sehr hell. Hier ist er etwas dunkler. Wenn ich mir das jetzt so angucke. Müssen wir mal gucken. So, Low Blue Light Media. Multimedia. Jetzt ist es auf gleichem Level. Das war halt nicht Low Blue Light drin. So, wir starten jetzt mal ein Spiel, und zwar Medieval. Das ist sehr bunt. Um uns das mal anzugucken im Vergleich, ich werde mal gucken, dass ich euch noch ein Stück ranzoome. Im ersten Augenblick fallen mir jetzt keine Unterschiede auf. Hier sieht das Holz ein bisschen besser aus. Hier ist ein bisschen mehr Licht drauf und auch auf dem Buch. Hier ist das Schwarz teilweise ein bisschen orange gewesen. Hier war es wirklich schwarz. Vom gelben Licht der Sterne natürlich. Hier kommen die Lichteffekte ein bisschen besser rüber. Aber das ist jetzt auch, wie gesagt, nur meine empfundene Meinung. Die sehen beide, alt und neu von der Grafik, wirklich beide sehen sie top aus.
Hier ist sind die Bäume auf der Seite ein bisschen dunkler, also da nicht, aber auf der Seite ist er da ein bisschen dunkler, wo er hier ein bisschen gräulich ist. Hier ist das Grün ein bisschen mehr als hier. Wenn ich mir hier grün angucke, hier verblasst es so lang, hier ist es länger grün. Aber das ist wirklich... Beide sehen sie, wie gesagt, geil aus. Wir nehmen jetzt einfach mal das Level hier. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin. Ich glaube, bei den Dorfbewohnern oder so. Der dicke Kater kommt. Komm mal rüber. Bei der Elfe oder was uns hier begleitet, auf dem hier, da kommt das Glühen, also die Glitzern, ein bisschen besser rüber als beim alten. Tigga, du müsstest doch mal runtergehen, dass Papa hier was zeigen kann. Oh Gott, aua, fetter Kater, jetzt krallt er sich meinen Fuß. So. Die, das ist aber das Einzige, was mir jetzt so auf Anhieb auffällt. Okay, da habe ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied gesehen. So, hier ist ein Dorfbewohner. Also hier kriege ich nicht wirklich einen Unterschied mit. Jetzt gucken wir mal hier im Wasser. Sieht beides sehr gut aus. Also hier, nur dass er jetzt vielleicht ein Ticken heller ist, der neue. Aber das ist auch das Einzige, was ich jetzt als Unterschied sehe. Wir gehen mal beim Schmied rein. Oh, Kater. Die ganze Zeit kommst du nicht an. Jetzt wegen Videomacher, da kommst du an. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Beim neuen sieht man die Lichteffekte, die vom, also das ist ja hier der neue, der ist ja da. Also praktisch hier, das ist der neue. Da sieht man die Lichteffekte ein bisschen deutlicher abgegrenzt. Oh, Kater, geh rüber. Als beim alten. Hier leuchtet das alles hell und dann geht es hier weiter ausstrahlend bis etwa... Hier sieht man noch so Lichteffekte. Hier sieht man die Lichteffekte halt nur bis ein Stück weit davor. Ist gefühlt. Ist. Oh, Gott. Kiste aufmachen. Ja, mehr sieht man da auch nicht als Unterschiede. Wir machen mal weiter. Hier seht ihr das auch nochmal. Hier ist es etwas helleres Blau, hier ist es etwas dunkleres Blau. Und das ist eigentlich das richtige Blau, weil ich habe das Dunkelblau ausgewählt. Also das ist bei diesem Design so. Hier sieht man es auch nochmal. Selbst bei den kleineren Bildern, dass da mehr, dass der heller ist. Wartet, ich suche das nächste Spiel raus. So, ich habe jetzt mal Days Gone rausgesucht. Selbst wenn ich jetzt vergleiche auf dem alten Bildschirm, hier ist das Bild etwas heller. Hier ist es etwas dunkler.
Hier sieht man zwar Gras, aber hier sehe ich das Gras deutlicher. Auch die Horde im Hintergrund, also die Zombies, sehe ich hier deutlicher. Okay, ich bin mal gespannt. So, jetzt könnt ihr wieder sehen, es schaltet sich gleich wieder HDR ein. Aber grundsätzlich ist halt immer zu beachten, jeder Bildschirm ist anders. Auch wenn ich mal zweimal den hier habe, würde der sich minimal unterscheiden. Da gibt es einige Leute, die dann immer Probleme haben. Ich habe auch mal sehr viele Probleme, mich auf einen neuen Bildschirm zu fokussieren. Es dauert eine Weile, bis ich mich dann an den neuen Bildschirm gewöhnt habe. Beim neuen sieht der Lichteffekt, der hier unten beim Ring ist, ein bisschen besser, ein bisschen detaillierter aus. Sonst beide geil zu sehen. Es sind wirklich nur minimale Unterschiede. Ihr seht auch, die Ladezeit ist wirklich exakt gleich. Hier sieht er jetzt ein bisschen schwarzer aus als hier, weil hier die Sonne so ein bisschen rauf scheint, weil hier das Fenster ist. Also da braucht ihr euch nicht wundern, die sehen wirklich beide schwarz aus. Ich sehe ja, wenn ich hier so davor sitze. Ich gucke auch, ob ich die ganze Zeit schon bei der Linie, ob ich irgendwas erkenne oder so, dass da irgendwie Unterschiede sind. Nicht. So, HDR ein, HDR ein. Seht, er reagiert wieder etwas schneller als er. So. Hier ist das Bild natürlich wieder extrem hell. Hier ist es was dunkler. Hier ist es besser zu erkennen. Wenn wir mal fortfahren. Sieht wirklich beides geil aus. Ich nehme mal die Fernbedienung. Ich konzentriere mich gerade auf die grüne Hecke. Also der Busch. So, den machen wir mal in den, so ein bisschen im Vordergrund. Der ist jetzt hier was heller als hier. Hier ist mehr Grün drin. So, der, nicht, dass ihr euch wundert, warum der jetzt gerade ein anderes Bild hat. Der hat angefangen, wenn ich rauf drücke, hat er jetzt im Kinomodus angefangen. Deswegen sah das so aus, als wenn das Bild sich ein bisschen ändert. So, wir machen mal auf HDR-Spiel. HDR-Kino. Also hier kommt das Blaue, Graffiti vom Motorrad mehr zur Geltung, der Busch sieht gut aus, die Flamme im Hintergrund sieht sehr gut aus. Ich gucke jetzt auf den Fußboden. Oh, da macht sich. Oh, da passiert aber viel. Also bei HDR Kino, was ich jetzt mal drin lasse,
Sieht man hier bei der Erde, bei den Steinen, sieht man da mehr Konturen als hier. Ich werde mal gucken, dass ich das irgendwie für euch drauf kriege. So. So, da ist sein Nevea und da sind die Konturen. Da seht ihr die Steine. Das ist jetzt praktisch auf dem alten. Und jetzt zeige ich euch das gleiche bei dem neuen. Ich weiß nicht, jetzt denke ich mal, jetzt könnt ihr Unterschiede erkennen. Ja, ihr seht auch, der neue hier ist etwas dunkler als der alte jetzt. So, jetzt werden wir mal gucken. Ich werde mal rumlaufen. Hier ist der Kanister. Jetzt werde ich hier nochmal den HDR-Modus wechseln. HDR-Spiel. Wenn ich ihn ausmache. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell er auch wieder da ist. Das ist jetzt normal, dass der jetzt auch weggeht, weil, wie gesagt, durch den Hub. Also weil der überprüft jetzt, sind jetzt beide 4K-fähig. Er ist da, er ist da. Muss natürlich dann wieder, weil bevorzugte Quelle ist natürlich HDMI, hier auf HDMI 2. Hier geht es wesentlich schneller. Hier mache ich einfach HDMI 1. Okay. Also Low Blue Light und BI Plus funktioniert so, aber hier nicht. Also im HD bei PlayStation Signalen funktioniert das nicht. Wenn ich mir jetzt so nach oben gucke, hier sieht es ein bisschen gräulich aus, hier sieht es ein bisschen bläulich aus. Ich bin dieses Bild jetzt natürlich gewohnt, deswegen ist es halt ein bisschen schwierig, das jetzt sich daneben anzugucken. Wenn ich mir die Bäume angucke und hier, also das sieht natürlicher aus vom Neuen. Was habe ich jetzt an? Spiele. Ja, das ist immer erstmal ziemlich hell, das dunkelt etwas nach, warum auch immer. Hab mich verdrückt. So, jetzt habe ich bei beiden den ganz normalen, hier habe ich HDR, hier habe ich HDR. Trotzdem habe ich hier den Himmel etwas bläulicher. Auch die Plane sieht bläulicher aus. Also ich finde HDR-Kinomodus finde ich eigentlich ganz interessant. Und wenn ich mir jetzt hier angucke, also wie gesagt, ich sehe jetzt hier die Konturen von seinem Gesicht, da sehe ich sie.
Das sieht da ein bisschen natürlicher aus. Für mich ist es echt schwer, weil ich habe die ganze Zeit so gespielt und habe mich an das Bild gewöhnt und jetzt halt dieses Bild, was aber so vom ein bisschen natürlicher aussieht. So, jetzt ist es auch was dunkler, wie ihr seht. Hier ist ja heller, hier ist Mondschein. Jetzt werden wir mal Motorrad fahren. Weil dann kriegen wir nämlich das Licht. Dann kann ich hier mal gucken wegen dem Licht. Das sieht sehr gut aus. Und auf dem alten sieht es auch gut aus, aber da ist er was heller. So, gucken wir mal in die Ferne. Ja, also wirklich so vom ersten Sehen sehen sie wirklich beide extrem geil aus. Also ich habe ja meinen jetzt schon was länger, logischerweise, den anderen. Für mich ist es, wie gesagt, jetzt schwer, sich an den neuen so gleich auf Anhieb zu gewöhnen, weil das Bild ja natürlich arg von dem abweicht, was ich vorher gewöhnt bin, was ich immer gespielt habe. Aber es sieht natürlicher aus. Es sieht wesentlich natürlicher und ich kann euch auch nochmal die Reaktionszeit zeigen. Die Reaktionszeit ist bei dem wesentlich schneller. Also jetzt hier, da merkt ihr natürlich keinen Unterschied. Wenn ich hier rin und raus gehe, das ist von der PlayStation. Aber Anwendung schließen. So, jetzt schließe ich die Anwendung. Der ist gleich da, der braucht was länger. Seht ihr? Bumm. Also die Reaktionszeit ist da wesentlich schneller. So. Also so bei Normalmodus fallen die Unterschiede nicht so extrem auf. Aber wenn man die verschiedenen HDR... Gut, es liegt natürlich auch viel an HDRi. An dem neuen Standard, also an der neuen Möglichkeit, die uns da geboten wird. Wenn ich mir das jetzt so angucke, da sieht man halt relativ wenig Unterschiede. Hier teilweise, dass hier ein bisschen mehr Licht auf einer Stelle als bei dem ist. Dass hier Konturen ein bisschen anders sind als hier. Hier sieht man zum Beispiel bei dem Uncharted-Bild, müssen wir mal gucken, ob das gleich nochmal kommt. Da kann ich euch dann vielleicht auch was sagen. So. So, das ist jetzt. So, jetzt kommt Ellie. Hier ist auch die Ecke dunkler als bei dem alten. So, jetzt kommt God of War. Hier ist halt praktisch hier etwas heller als da. Und jetzt kommt's. Das ist der Uncharted. Hier seht ihr das zum Beispiel. Hier ist hell und hier ist alles dunkel. Das wird dann schon bei dem teilweise da manche Sachen gar nicht angezeigt. Ja, ich muss mir den auch noch anpassen. Ich denke mal... Aber auch hier, wenn ich hier gucke, wie hell das Bild ist und hier sieht, hier ist der Schatten mehr Schatten. Also hier unten ist dunkler, also. Wir können ja mal hier die Helligkeit haben wir drin. Kontrast. Schärfe. Ich habe mal Overscan angemacht. So. Bei Overscan kann ich kein Dings einstellen. So. Dynamischer Kontrast kann ich da jetzt zum Beispiel jetzt separat nicht einstellen. Ich mache Overscan, mache ich mal an. So. Super Sampling.
Eine super Auflösung. Ich gucke gerade, das sind nur 3 Stufen, die man hat. Ob man da einen Unterschied sieht. Nee, habe ich bei dem hier nämlich extra 3 gemacht, wie beim anderen auch. Hier haben wir nichts. Vielleicht können wir hier die Helligkeit um ein bisschen was runterschrauben. Obwohl, nee, lassen wir mal 80. Weil wir sehen ja hier auf manchen Sachen halt nichts. So, 5. Guck mal, ich mach mal den Kontrast was höher. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Oh, das sieht sehr hell aus. Gut. Das lassen wir mal lieber auf 50. Ne, 60. Ich werde den Kontrast hier etwas erhöhen. Um 10% wegen hier erhöhen. Dass ich halt hier so in den dunklen Ecken ein bisschen was mehr sehe. Also ich muss, wie gesagt, hier noch die optimalen Einstellungen finden. Ich habe die optimalen Einstellungen hier natürlich jetzt noch nicht gefunden. So, ich mache mal das aus. Also ich bin da wirklich noch am Hin und Her machen. Oh, Helligkeit muss wieder auf 80. So, Kontrast 60, Schärfe. So ist das okay. So finde ich es ein bisschen angenehmer. So, wie gesagt, ich muss jetzt hier erstmal die Einstellungen finden für mich, die für mich jetzt die idealen Einstellungen sind. Beide sind sie jetzt aus Standardeinstellungen, den hatte ich mir auch ein bisschen angepasst. Das Bild ist exzellent, vor allen Dingen mit dem HDRI. Dass es HDR so viel verbessert mit kleinen Details, hätte ich jetzt nicht gedacht, gebe ich auch ehrlich zu. Vom Optischen ist er geil. Das hatte ich ja im letzten Video schon gesagt. Ich freue mich jetzt auf den Test. Ich werde heute Abend auf dem zocken und dann mal gucken, wie er sich die nächsten Tage schlägt. Und dann gibt es auch ein Fazitvideo. Wenn ich dann fertig bin, gibt es eine Review. Aber jetzt ist erstmal Testzeit angesagt. Ich bin dann erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.